Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Ja, erstes Spiel leider 10-20 verloren gegen die Cardinals. Wir springen mal eine Woche nach vorne. Und dann gucken wir mal in unsere Division, was natürlich auch nicht ganz unwichtig ist, wie sich die Mannschaften dort geschlagen haben. Ich glaube, die Cardinals, nee, die Falcons waren in unserer Division. So. Oha, ja, immerhin, die Buccaneers, ja, so hätte ich es mir ungefähr vorgestellt, also die Panthers gewinnen, das ist ja vermutlich auch häufiger das der Fall. Ja, und die anderen beiden haben verloren. Also die Buccaneers sind ja aktuell, glaube ich, das schwächste Team mit den Titans zusammen. War jetzt nicht so die beste Saison. Wir machen mal eben ganz kurz hier, verdienen uns mal hier ganz kurz so ein paar XP. Und dann können wir nochmal, wobei, wir können die auch erstmal sammeln. Ach, bringt auch nichts. So, ach, guck an, und hier können wir jetzt auch das erste Mal gewinnen. Mercedes-Benz Superdome, sieh an. Wusste ich gar nicht, dass der so heißt. Trucking, Agility, Awareness. So, passt schon. Und dann geht's gegen die Buccaneers. Unser erstes Spiel gegen die Buccaneers in diesem Let's Play. Ich glaube, die gegen die Saints. Hatten wir auch noch nie gespielt, ne? Ach, sind die auch noch besser als wir, oder was? Nee, was haben wir? 83 als Overall, oder? Also die Mannschaft. Das wäre ja bescheuert, wenn wir hier auch noch schlechter sind als die Buccaneers. Dann sind wir ja. Dann ist ja jeder besser als wir, so ungefähr. So, weiter geht's. Zweites Spiel der Saison. So, Marcus Colston, 4 Receivings und 33 Yards. Gegen 43, also die geben sich beide nicht so viel. Ja, der Mercedes-Benz Superdome. In diesem Superdome in New Orleans während der Überschwemmung von, war das Katrine? Ich weiß gar nicht. Doch, glaube ich, Katrine, der Hurricane. Haben sich die Leute dann alle reingerettet, als die halbe Stadt unter Wasser stand? So. Also, es kann losgehen. Auf geht's. Ah, naja. 25 ist okay. Ist nie verkehrt. Einen konnten wir noch wegblocken, aber die anderen keine Chance mehr gehabt. So. Dann kann's mal losgehen. Auf geht's. Da kommen wir gar nicht erst durch. Oh, der geht direkt mal lang. Und der geht direkt mal ran. Wunderbar. 36 Yards. Wahnsinn.
Und da sind wir direkt schon mal in der Hälfte des Gegners. Ja, nettes Ding. Wow. Also das ist mal ein Start. Wahnsinn. Ein Play, 36 Yards, so kann man es machen. Ja, direkt gestellt, aber trotzdem wieder 7 Yards. So, Drive Goal ist schon complete. Oh, rausgehauen, weggehauen. Sehr schade. Und jetzt wird schon, ist es schon das 3 und 3? Sollen wir versuchen, hier ein Laufspiel zu machen? 3 Yards brauchen wir. Oh, das sieht gut aus. Oh, und nein. 4 und Inches. Puh, Field Goal oder wollen wir vielleicht doch? Ach komm. Das ist riesig riskant, aber kommt. Wir versuchen. Oh. Quarterback Sneak. Komm. Das hat bis auf einmal bisher immer geklappt. Und das hat diesmal auch wieder funktioniert. Sehr nice. Also, der Drive ist am Leben. Weiter geht's. So, nochmal ein Laufspiel. Ja, und nice. Richtig gut. 8 Yards oder 7 Yards. 6 Yards. Wird immer weniger, ne? Sollte aufhören. Dann versuchen wir mal so ein halblanges Spiel. Oi. Also, wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Der war nicht gut. Ja, 3 und 4. Und jawohl, 7 Yards, sehr nice. Neues First Down. 15 Yards noch, also es sieht so aus, als wenn es hier vielleicht sogar einen Touchdown geben könnte. Das wäre es natürlich. Ah! Ja, schade. Da waren wir, als wir ihn gefangen hatten, schon draußen. Ja, der war auch schon mit dem Weg. Unsere Bälle, die wir geworfen bekommen. Ja gut, vielleicht hätte ich den mit Y fangen sollen. Irgendwie was. Ja, okay. Einmal ab in die Endzone, bitte. Und Touchdown, nice. Also, das erste Mal, dass wir in einem Spiel in Führung gehen, sehr schön. Ja, gerade noch, sehr schön. Hier von dem, der uns die 87 geklaut hat. Ich verzeih's ihm jetzt. Oh, Achtung. Na, tolle Einstellung. Gefangen? Nein, also der ist ja wohl ganz klar noch auf dem Boden gewesen vorher. Das dürfte eigentlich Ruling on the Field Stance und Touchdown für uns. Nice. Also, der Touchdown steht. Sauber. Extra Punkt, den müssen wir machen. Also, ich frage mich jetzt, warum wir jetzt hier die
Pets und die Field Goal schießen müssen. Aber gut. Könnte ich mir jetzt Schlimmeres vorstellen, also. Oh ja. So, mussten die punten oder was? Sieht so aus. Oh! Ja, Wahnsinn! Schaut euch das an! Wahnsinn! Unser erster Touchdown! Und was für einer! Meine Güte! Wie haben wir... Ach was, ey. Das war aber schwach gemacht vom Verteidiger. Und dann können wir einfach durchlaufen und durchlaufen. Das gibt's ja gar nicht. 77 Yards. Nice. Ja, und schon steht es 14-0. Mann. Mit dem ersten Play. Das gibt's ja gar nicht. Das kam jetzt unerwartet. So, und der Gegner hat den Ball schon wieder abgegeben. Also wir haben ja wirklich, also ich habe es auch schon vorher gesagt, ne, die Buccaneers ist jetzt das Freilos, mehr oder weniger. Sind nicht so stark. Und es geht wieder lang. Und der ist incomplete. Ärgert sich, vermutlich war die Chance da, den zu intercepten. Schade. War schön frei. Incomplete. Ärgerlich. Hätten wir eigentlich den Ball gut kriegen können, ne? Da hätten wir einiges an Yards schaffen können. Und, naja, 10 Yards wird er nicht schaffen, 4. Das heißt, wir müssen punten, ist aber auch kein Drama. Ja, der fliegt fast in die Kamera rein. Gibt ein Touchback, 20-Yard-Linie. Und dann gucken wir mal, was der Gegner macht. Oh, das sieht ja sehr durchwachsen aus hier. 3 und 7. Und dann nur 1 Yard. Also das wird wieder ein Punt geben. Und dann haben wir fast an der Mittellinie den Ball wieder. Boah, aber das Spiel müssen wir halt auch gewinnen. Weil so häufig kriegen wir so leichte Gegner nicht. Oh mein Gott. Haben wir uns verletzt, oder was? Oh mein Gott, das sah ja aus. Also, ja. Blöder kannst du bei sowas nicht aussehen. Der kam jetzt aber auch ziemlich plötzlich, der Ball. Ingram lines up in the backfield. Second down and 10. Cooks out to receive the screen pass. I'll say this. Den hat er aber schön getackelt. Ja, und jetzt müssen wir lang gehen. I'm just saying that because I don't think there's any chance they're going to throw the football in this situation. The Saints will take the snap from the 40. Ja, nice. Und, scheiße. Ich hatte gehofft, ich komme da noch vorbei. Aber trotzdem, das waren natürlich nochmal richtig gute Meter, die wir gemacht haben. An dem einen sind wir vorbeigekommen. Und ja, manchmal schafft man es da. Da habe ich versucht bis aus an die äußerste Linie, aber der hat uns dann halt einmal berührt und trotzdem richtig schön. Also, und das war bei 3 und, ne? Sehr gut. After the long gain, let's see what they do here. Breeze standing back in the shotgun ready for the snap. He'll pick up. War gut. Er ist noch durchwachsen, unser Spiel. Aber wir sind da, ist ja auch ungewohnt jetzt für uns erstmal hier. So, und wir sind schon wieder tief in der Red Zone.
second and three. Ah, das sieht nach Sack aus. Jo. 3 und 10 ist noch okay. Ach, das nächste Play hat keine Tight Ends. Dann gucken wir mal zu und hoffen, dass sie über die gelbe Linie kommen. Hey, da lässt er sich Zeit, ha? 4 und 3. Ja, das wird ein Field Goal. Oder wisst ihr was? Wollen wir mal ein Fake Field Goal spielen? Weil ich glaube, der Vorsprung, einfach so zum Ausprobieren, weil ich denke, der Vorsprung ist okay. Formation, Special Teams, Fake Field Goal, Run oder Pass? Machen wir einen Run. 3 Yards. So, gucken wir mal, wie das aussieht. Achtung, und jetzt läuft er nämlich hier und aufgepasst. Naja, jetzt starten die halt von der 20er-Linie. Also wenn die 3 Punkte am Ende zum Sieg fehlen, dann halte ich da meinen Kopf für hin. Auf jeden Fall. So, Ball ist schon wieder zurück. Die letzte Chance, hier Punkte zu machen in der ersten Halbzeit, haben wir. Oh mein Gott! Aber gefumbled und dann wieder aufgesammelt. Da ist der Ball raus und dann kann ihn zum Glück einer von uns aufsammeln. Sonst hätte der Gegner den Ball. Und das vor der eigenen, beziehungsweise aus deren Sicht vor der gegnerischen Endzone direkt. Eieieiei. 2 und 13 ist da völlig in Ordnung. Mann, Mann, Mann. Ja, 2-Minute Warning. Welcome back, and we're coming out of the 2-Minute Warning. Second and 13. Naja, wenn wir am Ende unserer Route den Ball nicht kriegen, dann versuche ich mich Richtung gelber Linie zu orientieren. Vielleicht kommt er da nochmal hin. Now looking at third down. The Saints come out in a jumbo set. Oh, das sieht gut aus. Oh, bin ein bisschen orientierungslos gerade gewesen in dem Play. Weil das halt irgendwie wieder komisch gedreht hat. Da habe ich eher auf den Verteidiger geachtet, eher auf den Angreifer geachtet von uns. Nice! Oh mein Gott, und das sieht aus, als wenn das wieder einen Touchdown gibt. Und das gibt einen. Oh, wow, 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 wow. Nice. Also hätten wir im letzten Spiel die Offensive hier gezeigt, dann hätten wir das auch gewinnen können, glaube ich. Aber vielleicht ist die Defense auch einfach super schwach. Naja, 21-0. Sehr stark, also gute Leistung vom Quarterback. Field Goal. Wieso Extrapunkt? Warum war ein Touchdown, ohne dass wir dabei waren? Ach, das kann ja nur durch eine Interception und der Ball wurde in die Endzone zurückgebracht. Also das Spiel ist ja hier für die Buccaneers schon eine Katastrophe. Und hätten die jetzt noch gegen eine Mannschaft gespielt, die richtig gut ist, oh mein Gott, wer weiß, wo das enden könnte. Und schon wieder haben wir den Ball. Was zum Geier. Also die können ja quasi aufgeben jetzt. Schnell. Hail Mary. Schnell aufbauen. Ja, die 5 Yards, da komme ich jetzt nicht drum rum. Nehme ich aber lieber in Kauf als ein Field Goal, weil 5 Yards kommt da jetzt auch, ist jetzt völlig egal. So, wir machen es trotzdem nochmal. Alles oder nichts, ha? Vielleicht schaffen wir nochmal Punkte hier zu machen. Mit dem Field Goal. Oh! Ah, okay, einen Versuch haben wir noch.
I think that's the hardest pass a defensive back has to defend. The long throws down the field. Eine Chance haben wir noch. Damit ruinieren wir zwar von unserem Quarterback, der ein tolles Spiel macht, zwar ein bisschen die Stats, aber... Nee, okay. Gut. Komm. Ein noch. Und der muss dann auch in die Endzone getragen werden. Also wenn der jetzt gefangen wird, dann bringt uns das gar nichts, wenn wir getackelt werden, geblockt werden. Aber wieder incomplete, glaube ich. Jo. So, der Gegner hat den Ball. Schauen wir mal, ob er mal Punkte machen möchte. Eher nicht so. Das war, glaube ich, eine Interception jetzt. Oh, wow, 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 wow. Also, die machen halt... Naja, können wir ordentlich Punkte machen hier mal für die Statistik. The Saints come out to open up the second half and they were hitting on all cylinders in the first half, Phil. Yeah, be smart here in the second half, Jim. When you start out, just find out what the defense is thinking and once you get a feeling about what they're going to do, ah, you start taking some chances. Nicht gut. A lot of times when you see a receiver drop a pass, they take their eyes off it, that's one thing, or they're just trying to get it in their hands too quick. Kein guter Versuch. Flanker drive. After the catch, that was the problem that time. Two tight ends on the field here. Second and 10. Ah, ich hatte noch gehofft, dass ich da irgendjemanden abblocken kann. The Saints have created chances for themselves in the passing attack today. Breeze done everything he can to keep his team on top. He has been so efficient here today. So, 3 und 3. Letzte Möglichkeit. That's why your football team is winning. Breeze from the shotgun. Ah, runtergehauen. Damit müssen wir... Ja, ein Field Goal ist viel zu weit weg. Würde mich trotzdem interessieren, wie weit es jetzt ist. 4 und 3. Ach komm, da können wir wieder ein bisschen was ausprobieren. Ne? Wie wär's denn mal mit einem Fake Field Goal und einem Pass? Ja, so geht's halt auch, ne? Also sowas kommt leider sehr, sehr selten vor, so eine Trick-Plays. Aber wenn sowas dann mal funktioniert auch, oder wenn sowas mal kommt, dann ist es unerwartet und dann funktioniert es auch häufig mal. Also, und ist dann auch wirklich cool, ne? Ah, ja, so schnell sind wir nicht, Kollege. So schnell sind wir nicht. Ja, aber okay. 4 Yards. Aber wieder 3 und 6. Wieder nicht so einfach jetzt. So, auf. Ja. Breeze completion percentage 50% on the day. Und incomplete. Na gut. Aber von hier können wir das Field Goal mitnehmen. Das traue sogar ich mir jetzt zu hier. Und der war ja wohl perfekt. Was? Ich war ganz oben, mittig ganz oben. Was geht denn? Also, das schaffen wir nicht, oder was? Ach, guck an, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ja, jetzt starten die da in der Mitte. Aber Leute, ey, 28-0, ey, da kann ja gar nichts mehr passieren. Da kann ja gar nichts mehr passieren. Ja, können wir eigentlich schon anfangen, hier so ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, einfach. Drei Yards immerhin. Der schubst mich ja wieder zurück. Was soll die Scheiße denn?
Eigentlich müsste es doch da, wo wir... Oh, ist das gemein. Gemein, ey. Na gut, eine Chance noch. Kein guter Drive, aber das nehme ich jetzt auch nicht mehr hundertprozentig ernst, weil das Spiel ist halt durch. Oh ja, der war gut. Sehr nice, sehr nice. Sehr schön. So, ich mache Tempo mal 2 Clock, damit sie möglichst lange weit runterläuft. Oh ja. War gut. Ja, und dann können wir die Zeit runterlaufen lassen. Denn da ist ja jetzt wohl nichts mehr zu verlieren hier. So, lauf runter. 2 und 4. Wow, you don't have to say it that way. I'm anxious to see how this game ends up and how they play it out. I want to see a team that has some. Oh, nice. Also so ein bisschen ablocken hier. Offense Line ist auch mal schön, dass wir da den Job haben, aber jetzt nur immer das Gleiche zu machen, jeden Spielzug, das könnte man ja theoretisch auch auf der Position, aber da hätte ich echt keinen Bock drauf. Hier ist es ab und an mal ganz cool, sich da mit denen zu beschäftigen, um den Quarterback Zeit zu verschaffen. Aber immer wäre das auch doof. So, Uhr steht. Und sieht gut aus, dass wir hier nochmal wieder Punkte machen. Und noch gar keine Fleck, ne? Na gut, bis auf die Zeitverzögerung einmal. Aber sonst sieht das hier sehr, sehr souverän aus. Breeze now completed 4 in a row. The Saints from the 22. Und this will be ruled incomplete. Didn't get the feet down. Good job that time by the Saints. Er hat ihn gefangen. Schade. Good position. They make the play and it's an incomplete. So, letzte Chance. Ansonsten noch mal das Field Goal. The Saints get set at the line, needing to get to the 14 for a first. Und. Ah, wieder incomplete. Field Goal. Und fertig. So, der sitzt aber. Dass wir für den Hopkins hier kicken müssen, na, das verstehe ich nicht, aber gut. So, und wir haben schon wieder den Ball. Also die Buccaneers, die wollen hier, machen hier wohl keine Punkte mehr. Their previous possession was a field goal. Yeah, I think they feel good about that field goal. They made some good plays and they got down there and they moved the football and they got position where they could take the field goal. Now you take the knowledge that you gained from that. Aber doch ist er doch weiter hinten runtergekommen als ich dachte. Aber es waren auch zwei Verteidiger da, also ein Touchdown wäre es wohl nicht geworden, wenn wir den gefangen hätten. Aber grundsätzlich ist jeder Yard gut. So, mal über außen, auch schön. So. Der war diesmal zu flach. Entweder zu hoch oder zu flach, oder aber so richtig geil kommen die sonst nie, ne? Mann. So, punten müssen wir zum Glück nicht machen. Wobei es jetzt auch nicht scheiße wäre. Das gibt Touchback. No return. The ball's coming out to the 20. Na, und? Wollen die tatsächlich nochmal Punkte machen? Nein, wollen sie natürlich nicht. Ja, das wird wohl 31-0 ausgehen. Schönes Ding, schöner Lauf von Lorick.
The offense was absolutely tremendous. And you're right, don't make a mistake now, like a penalty, whatever. Let the clock run out so you can celebrate. Aber auch der Gegner nimmt keine Timeouts mehr, also der weiß genau, das Ding ist gelaufen. Na. Ah. 3-3. So after that last incompletion, it is 3rd and 3. Letzter Versuch. Looking across the middle. Ja, und der Pass ist komplett. Die Zeit läuft runter und das war wohl auch das letzte. Ah ja, da brauchen wir gar nicht mehr den Kneel Down machen. Ja gut, Possession Time, ich weiß nicht, ob das noch zählt, aber da hätten wir jetzt auch nichts regeln können. Und zu Null ist natürlich schon als Klatsche anzusehen. Aber für uns ist er natürlich super. Bisschen Selbstvertrauen gesammelt nach der ersten Niederlage. Das zweite Spiel gewinnen wir deutlich. Aber so leicht wird nicht jeder andere Gegner auch sein, weil die Buccaneers sind einfach eine der schwächsten Mannschaften. 18 von 38. Das ist jetzt nicht überragend. Aber 336 Yards, das ist schon super. Ja, im ersten Viertel haben wir eigentlich schon das Spiel entschieden. Der Rest war dann eigentlich, ja, nur noch so halbherzig, aber hat ja auch völlig ausgereicht. Da müssen wir uns ja nicht mehr verausgaben. Gut, so. Nächste Woche gegen die Panthers. Da schauen wir eben nochmal rauf, ob die 2-0 stehen jetzt. Ich befürchte es fast und ich befürchte auch, dass eine der anderen Mannschaften auch einen Sieg errungen hat. Ja, 2-0 für die Panthers. Oh, und die anderen haben beide verloren. Ja, die Buccaneers ja sowieso. Es sind ja nur noch die Falcons über, die haben verloren. Also 0-2. Das sieht ja gar nicht so scheiße aus. Jetzt mittlerweile. Nächstes Spiel gegen die Panthers ist natürlich schon mal so für die Gruppe so ein kleines Endspiel. Jetzt übertrieben gesagt natürlich, weil die Saison natürlich noch ewig lang ist. Aber wir können entweder gleich ziehen oder zwei Spiele, zwei Siege Rückstand uns einfangen, was natürlich schon gar nicht ohne ist. Naja, wir werden sehen. Ich sag schon mal danke, Leute, fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's hier weiter. Macht's gut. Bis dann mit Spiel 3 gegen die Panthers. Ciao.